Ihr seht es schon, ich habe mir dieses Minipad gecheatet, weil für die Leute, die bei uns auf dem Discord sind, die haben es wahrscheinlich schon gelesen. Wir werden heute, Tortuga an sich ist fertig, aber es gibt einen Schandfleck. Einen Schandfleck, der dank Conan Buxiles seinen Weg in diesen wunderbaren Hafen gefunden hat. Auch das Wasser wird dich nicht schützen. Sag ich doch. Dann noch einer? Ah ja, da ist tatsächlich noch einer. So. Fertig? Gut. Und zwar ist das diese Ecke. Die ist mir kaputt gegangen, weil Conan Stabilitätsprobleme hatte. Oder einen Bug im Stabilitätsbausystem. Auf dem Discord bin ich häufig im Lurk. Ja, Bobby ist häufig im Lurk im Discord, aber auch aktiv. Und das freut mich sehr. So, uns ist hier einiges kaputt gegangen. Unter anderem, ich glaube, 2 bis 3 Mikropads. Und eines war das. Eines war das. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich den bekommen habe in der Arena. Und ich war sehr traurig, als ich gesehen habe, dieses Mikropad ist dank dem Bug nicht mehr da. Deshalb habe ich mir das wieder gespawnt. Was die anderen beiden waren, da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich weiß, Blue war eines von denen. So. Wir werden diese Ecke in etwa so hinrichten, wie sie vorher war. Wir werden es nicht ganz treffen, logischerweise. Ich habe mir nicht mehr unbedingt irgendwie in dem Video angesehen, wie es aussah. Ich habe es noch ungefähr im Kopf. Können wir eigentlich da stehen lassen? Wir brauchen einen gepflasterten Weg. Und Teppich. Gepflasterter Weg und Teppich. Was sagt eigentlich... Oh ja, die Perch, die hat noch hier locker. Locker. So. Hier ist so einiges drin. Hier packe ich Blue und diese Treasure Chest auch mal rein. So, was hatten wir da drin? Wir brauchen einen gepflasterten Weg, den müssen wir, glaube ich, drüben machen. In der Forestry Werkbank. Nee, gar nicht wahr. Können wir hier machen? Wir brauchen nur Steine. Steine sind das kleinste Problem. Den Weg können wir hier machen. Wir hatten ein paar dieser Weihrauchdinger. Ich glaube, 2 oder was, die genaue Anzahl an sich ist ja auch egal. Wird das mit A, mit E, da. Davon hatten wir mindestens einen, das weiß ich, den hatten wir einmal. Ich glaube, davon hatten wir 2. Dann hat mir dieses das ein oder andere Musikinstrument, das wir mit dazu gepackt hatten. So eine Leier oder wie die heißen. Er hatte so einen dekorativen Metallschädel, das weiß ich auch noch. Muss ich aus der Hauptbasis ein Machtfragment und gehärtete Stahlbarren holen. Aber das ist kein Thema.
Machtfragmente habe ich genug. Den brauche ich. Danke. Eine davon können wir mit rübernehmen. Eine davon können wir mit rübernehmen. Dafür brauchen wir... Nehmen Sie mal alle mit. Mal mit. Flopsy und so weiter bleiben hier, die kommen wieder in diese Ecke. Ich brauche etwas Öl. Gehärtete Stahlbarren. Wie steht es mit der möglichen Serverstrafe? Warane klatschen in Tortuga? Naja, wer nicht spurt, möglicherweise, hm? Davon brauche ich zwei. Wenn nicht spurt, möglicherweise. Aber wir haben ja auch noch die Bömmelchenstrafe. Ja, da könnte man dann zwei Stufen machen. Einmal... Ja, so die freundlichere Stufe. Und wer dann da immer noch böse ist, der kommt zu Böhmchen. So. Habe ich alles, was ich mitnehmen wollte. Das wollte ich... Für das Ding Stein habe ich drüben noch. Das sollte passen. Zur Not laufe ich nochmal. Wir kennen mich. Zur Not wird viel gelaufen. Tortuga. Tortuga. Ich habe möglicherweise einen Ohrwurm. Dank Bombi. Bombi ist schuld. Die Bömmelchenstrafe ist zu krass. Niemals. Niemals. Im Zweifel ist sie genau richtig. Da. Natürlich ist Bombi schuld, es ist Freitag, da ist Bombi immer schuld. Bombi hat heute seine VR-Brille mal wieder ausgepackt und Ragnarök gespielt. Da gibt es ein Tortuga-Lied. Von diesem Tortuga-Lied habe ich möglicherweise einen Ohrwurm. Davon hätte ich gerne einen. Dann wollte ich... Ich scroll jetzt einfach durch, weil ich mir den Namen sowieso nicht gemerkt habe. Den gepflasterten Weg habe ich inzwischen. Das wollte ich einmal. Aber nur möglicherweise. Die Bömmchenstrafe ist zu krass wegen Menschenrechten. Nee. Nee, nee. Nee, nee, die ist genau richtig, die Bömmchenstrafe.
Das versteinerte Ei wollten wir noch. Ja. Und ich glaube, das ist alles, was wir gerne, oder was ich gerne da hätte. Wolfstatue. Ich habe eine Schwäche für Wölfe, deshalb... Sie sieht interessant aus. Ich glaube, sie passt da nicht wirklich rein, leider, aber interessant sieht sie trotzdem aus. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die zwei und das da. Den Rest haben wir hier noch. Das da. Da. Dieses und jenes und hast du nicht gesehen. So. Patros, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hi. Da sollte ich in First Person zugehen. Nicht genug Bodenkontakt. Willst du mich verarschen? Was haben die denn daran geändert, dass man das nicht mehr so leicht erhöhen kann? So bringt das nichts. Da brauche ich keinen gepflasterten Weg. Oh Gott. Nee, nee, nee. Da brauche ich dann keinen gepflasterten Weg. Wenn ich den nicht minimalst erhöhen kann. Das, nö. Ist ja doof. Muss ich mir was anderes suchen? Muss ich mir was anderes suchen, das minimal erhöht? Es gibt noch diese Bühne. Aber die war zu hoch. Die war zu hoch. So hoch wollte ich es nicht. Ich hätte es gerne einfach nur eine kleine Stufe. Nicht mehr, nur so eine kleine Stufe. Das hat so wunderbar gepasst. Das ist genau die Höhe. Aber nein. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ist ja sehr nervig. Kann ich die vielleicht, dass die Tür übereinander stapeln? Ich glaube, außer der Bühne bleibt nicht mehr viel. Das ist ja nervig. Ich kann ja mal so ein Bühnenteil machen. Das war, glaube ich, nur Holz, ne? Ich hab irgendwo auch noch welche, aber was soll's.
Dieses Objekt kann nicht auf einem ähnlichen gestapelt werden. Bist du dir da sicher, dass das nicht geht? Sieht mir fast danach aus, als würde es funktionieren. Scheint auch nicht durch oder so. Pass bloß auf einmal verschwindet es dann wieder über Nacht. Dann fress ich jemanden. War der Teppich nicht mal größer? Hatte ich irgendein... anderen braunen Teppich. Ich hoffe sehr, dass dieser Stabilitätsbug gefixt ist. Komm, machen wir noch mal einen. Alle guten Dinge sind drei. Ja, das hat Speedshine, ich gebe dir vollkommen recht. Das Spiel hat so viel Spaß gemacht. Zeit. Eher ein Krampf. Das ist richtig. Leider. So, den da kannst du behalten. Down. Nein, gibt's nicht. Vielleicht ein Carpet. Welchen haben wir hier? Version 3, ja? Es gibt noch so unglaublich viel zu tun in diesem Spiel. Unglaublich viel, was man sehen kann. Man noch nicht gemacht hat und so, aber durch die ganzen Bugs, die es hier ständig gibt, ist das manchmal oder in letzter Zeit häufiger nur noch ein Krampf. Das kann nicht gestapelt werden. Ist mir egal, ich pack drei davon übereinander. So. Nee, den Weg nicht. Wobei, vielleicht... Wir haben den Weg auch irgendwie verändert. Diese Steine sind ein bisschen größer als vorher. Wer wandert denn da draußen durchs Wasser? Ah, ein kleiner Baran. Ich habe dieses Spiel vor kurzem wegen iOS-Frust von meiner PS4 gelöscht.
schwebt minimal, aber fällt nicht großartig auf. Das ist gut. Dann lassen wir den einfach hier so steinig, weil wenn ich hier irgendwie so einen Teppich... Nein, ich hätte gerne den Teppich. Teppich. Wobei es... geht eigentlich. Kann ich da noch oben drauf packen? Ich den Teppich wieder? Oder nur den gepflasterten Weg? Das so schön ineinander gepackt, dass ich nur den Weg bekomme, ha? Das ist aber lieb. Gut, das war klar, dass ein Teppich dann weg ist, aber das ist okay, kann man wieder machen. Naja, fliegt ein kleines bisschen, aber passt schon. Das passt schon, habe ich mir sagen lassen. Kann noch ein Müh zurück. Wer kann noch ein Müh zurück? So, da sind zum Beispiel. Dann immer wieder, wie du das so genau übereinander kriegst. So genau ist es gar nicht. Es sieht nur von vorne genau aus. Und ansonsten ist das eigentlich ziemlich krumm und schepp. Der Teppich ist auch krumm. Aber das ist in Ordnung. Wir nutzen das einfach, dass das hier so ein gepflasterter Weg ist und packen hier noch so einen anderen Teppich hin. Der da so halb drunter liegt vielleicht. So, alles ein bisschen rustikal. So, passt. Passt, wackelt und hat Luft. Den setzen wir irgendwo hin, aber zuerst... packen wir die Schätze wohin? Das ist ein Schatz, der mitgebracht wurde. Durch die leichte Ungenauigkeit wirkt es natürlicher. Genau! Rustikal passt bei Piraten zu Hause. So ist es. Genau so ist es. So, der wurde da irgendwie hingestellt. Dann haben wir hier einen. Nicht zu vergessen. Der Papagei mit dem Hut und der Hakenhand. Direkt daneben. Das Kaninchen. Auf der anderen Seite daneben. Ist ein bisschen schief als vorher. Bombi ist aus dem Lurk zurück. Hallöchen.
Nee, die offene lassen wir hier oben. Ist so ein bisschen offen in diese Richtung vielleicht. Ja, Decke lehnt an einem anderen auf, das ist in Ordnung. So, das packen wir dahin. Und damit das nicht so aussieht, als seien es nur diese, als sei es der gleiche Schatz, was ja der Fall ist. Werden wir hier hinten so, das sieht so aus, als würde da ein Drachenei drinne liegen. Das hatte ich mit der hier auch so in etwa gemacht. Zack. Na, der Bogen, der muss in die andere Richtung. Der Bogen muss leicht nach oben zeigen und dann kann man das drehen und irgendwo hier drinne platzieren. Und dann kann man es so platzieren, als würde es aussehen, dass der Bogen da irgendwo dran liegt. So, passt. Guck mal, da ist eh ein Schädel. Ersetzen wir den goldenen Schädel mit diesem Schädel. Ja. Zack. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Weihrauch. Der räuchelt so schön. Das ist eigentlich ganz cool. So, die packe ich mal dahin. Den packe ich hier mit rein. Und den. Den. Den stellen wir vielleicht hier irgendwo davor. Passt. Passt, wackelt unter der Luft. Bombi sieht nichts mehr. An die Beschlagtücher für deine Brille. Willst du rüberkommen und meine nutzen? So, guck mal. Das hier sieht doch voll in Ordnung aus. Später vielleicht, okay. Später vielleicht.
Wir hatten noch irgendwie ein anderes Mini-Pet hier. Vielleicht eine zweite Hyäne oder sowas. Aber das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, was das war. Bis dahin, wir haben diesen kleinen Wolf zurück. Das ist die Hauptsache. Und dann passt das. Schätze aus aller Welt mit irgendwelchen exotischen Vogelfiechern. Und ein paar Schätzen, die definitiv nicht aus diesen Landen sind. Und das Killer-Karnickel. Kämpfer, zwei ausgestopfte Figuren. Das sieht doch super aus. Yep. So ähnlich sah es vorher auch aus. Sehr ähnlich. War ein bisschen anders angeordnet, sage ich mal, aber das passt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Jetzt noch ein paar Leute hierhin. Und dann hat sich das. Komm mit Tiggles, du kommst nach unten. Tiggles kommt nach unten. Und Tiggles überlegt sich. Ob er nicht auf den... Nein, nicht den Vogel. Tiggles würde gerne mit seinem Freund dem Wolf spielen, so. Ist sogar... Schaut den sogar fast an. Passt. So, jetzt passt das eher. Der hat sich auf den Thron gechillt, aber Tiggles möchte gerne spielen.